So, moin Leute, vielleicht zur vermutlich letzten großen Folge Metro Exodus. Heute mal eine Dreierfolge vielleicht. Von der Karte, die Kirills Vater besorgen wollte, als wir herkamen. Aber hätten wir uns jemals verziehen, wenn wir uns Annas Rettung vorausgesetzt, eine solche Gelegenheit hätten wir lassen, um eine Zukunft für uns alle. Wieso höre ich das nur auf ein Headset-Art? Deshalb bin ich wieder ganz allein in einem Tunnel. Nicht, dass das für mich etwas Neues wäre. Ist es eh nicht, also ganz ehrlich, egal was der sagt. Das Einzige, was neu ist, ist immer noch Kackmutantenraupen, Kackmutanten-Blutigel, Kackmutanten-Maulwürfer. Naja, die es auch schon in den anderen Teilen gab. Ich weiß nicht mehr welchen von den beiden. Natürlich sind die Zombies irgendwie brandneu, aber alles andere nicht. Na gut. Machen einfach weiter. Ich habe ja eh gerade WLAN-Probleme, also kann mich das auch mal am Arsch lecken. Ich spiele für euch das Spiel jetzt durch. Kein Plan. Ich wollte heute eigentlich keine Dreierfolge drehen, kann ich aber jetzt komplett für den Arsch haben, weil irgendwie alles kaputt ist. Von A bis C ist alles tot. Meine Nerven können das auch nicht mehr ab. Meine Güte. Mich kann mal das Internet kreuzweise am Arsch lecken. Ganz ehrlich, Fritzbox, Telekom und 1&1, ich weiß auch nicht warum, sind die einzigen WLAN-Boxen und natürlich die vom Vodafone sind die einzigen Boxen vom WLAN, die große Probleme haben. Die Fritzbox mit ihren dauerhaften Abstürzen, die Fritzbox war das ja mit den dauerhaften Abstürzen. Vodafone hat gefühlt jedes Mal ein neues Update. Dann kommt ja noch diese normalen Telekom WLAN-Boxen, über die rede ich erst recht nicht. Diese Internetstabilität hält nicht mal vier Menschen aus in einem Internet. Wird der eine rausgeschmissen und der andere bleibt drin. Ich verstehe das nie. Also ganz ehrlich, Fritzbox startet sich dauernd neu, schaltet sich ab andauernd, hat immer dauerhaften Probleme. Wenn man das nicht irgendwann mal behebt, ich glaube, keiner würde sich da mehr Telekom oder Fritzbox oder so kaufen. Tut mir leid, auch an die Leute, die Telekom arbeiten. Ich meine es nicht böse. Aber über die 1&1-Box will ich erst recht nicht reden. Aber dennoch, ich meine es nicht böse. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffen wir mal. Ich habe nämlich keine Heilung mehr. Ich habe wieder Heilung. Mann. Ja, Bilderwechsel. Bilderwechsel. Tür ist zu. Na gut. Was ist denn jetzt wieder los? Alter, was ist das? Fliegen Sachen hoch. Ist das normal? What the fuck? What? What? Ich möchte hier gerne raus. Kann ich das? Alter. 21. Folge und hier wird alles schon durchgedreht, als ich dachte. Jetzt abgesehen von den ganzen Let's Plays, würde ich gerne Metro jetzt endlich abschließen können. Weil viel für Heilung habe ich eigentlich. Hey. Oh mein Gott. Kirill. Hier, Artyom. Ich stecke ganz schön am Arsch. Ich komme leider nicht mehr raus. Es tut mir sehr leid.
Hier singt irgendjemand. Das gefällt mir nicht. Ja, ich drehe hier durch. Oh mein Gott. Wie im echten Leben. Da drehe ich auch immer durch. Vor allem, ich glaube, ich kann nicht mehr nachladen. Ne? 33 Schuss. Ah, okay. Für die, die ja jetzt gleich kommen, darf ich leider nicht schießen. Spiel ist letztlich gegen Gewalt. Ganz am Ende. Denkt sich das Spiel auch so. Gegen Gewalt. Och man. Ich habe langsam keine Filter mehr. Und aus was bestehen Filter? Wie viele? 30, Alter. Oh nein. Oh, ich muss mich beeilen. Okay. Muss mich wirklich beeilen. Das ist ja wirklich hardcore. Fang mal, wenn man langsam keine Filter mehr hat. Bis in dem Spiel hast du extremst Filterknappheit und Munition. Ja, hat man ja gesehen, dass ich dauernd daneben schieße. Darüber müssen wir nicht reden, ne? Hier spielt jemand Klavier. What the fuck? Was ist das denn? Alter, Hilfe. Hilfe, was ist hier los? Hier redet doch jemand. Warte. Oh mein Gott. Blind App. Blind Apes. Die blinden Affen. Blinden Affenspaß. Lass mich mal hier rein. Kriegen wir auch keinen Stress oder so. Oh, weia. Okay, 18 Minuten. Ah, wir werden sterben. Das ist besser als nichts. Moment, Speicher nicht möglich. Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sind wir richtig am Arsch. Das gefällt mir nicht.
Bitte komm hier einfach nicht rein. Komm hier einfach nicht rein, dann haben wir auch gute Tage. Und wirklich, wenn du hier nicht reinkommst. Haben wir auch gute Tage miteinander. Haben super schöne Tage da miteinander. Bitte komm hier einfach nicht rein. Tu mir den Gefallen und greif mich nicht an. Tu mir den Gefallen und tanz nicht mit mir. Tu mir den Gefallen und lass mich in Ruhe. Tu mir den Gefallen und jetzt wird's ekelhaft. Tion, bleib wach. Ich muss sehen. Oh mein Gott, warum ist das Spiel so? Pfui, ich hasse es. Na gut. Wir können noch ein paar Mal durchswitchen. Nein, kann ich mich allerdings zweimal. Alter, wie viele Affen sind hier drin? Holy shit. Planet der Affen. Okay, aber wir müssten reichen erstmal. Digga, Planet. Planet Apes, Alter. Planet der Affen 2. Oh mein Gott, noch mehr. Okay. Kann ich mich kurz hier aufstellen? Alles wird gut, Atiom. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir schaffen das schon. What the fuck? So was schon. Gefällt mir nicht. Wenn ich es gerade sehr gut schaffe, aber. Das ist ja schlimm, Alter. Oh. Oh Gott, nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder.
Lass dich jetzt nicht immer verarschen. Tjom, alles wird gut. Sie wird will ich ja nur. Ach du Scheiße, was denn das hier alles? Ich soll mich durch Leichen durchzwängen, okay. Lecker. Lecker, lecker. Haben alle irgendwie die gleichen Kleidungen an. Kann das immer so ein großer Zufall sein? Ja. Oh. Kurz ein paar herstellen. Oh Mann. Ganz fies. Bin ich da? Hässliches Mistvieh, bin ich da? Alles ist gut. Aua, 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 aua. Hände hoch. Drück. Die Taste. Kann ich kurz anmachen? Hallo? Was war der Scheiß? Oh mein Gott. Ich nehme alles zurück, Alter. Das wird ja immer ekelhafter hier. Och Herrgott, bin ich kurz. Weil ich bin kurz sicher vor dem. Oh, Herr Gott. Wait, ich muss mal kurz was gucken. Ah, natürlich. Mein Internet komplett aus. Komm mal. Ich habe es nicht gefunden, Lilien. Ist schon in Ordnung. Ich weiß, du hast es versucht. Ich warte auf dich. Artyom, bitte. Artyom, bitte. Nicht sterben. Tut mir leid.
mach's nicht noch schlimmer. Alter. So, ich müsste eigentlich da sein, wo du das ganze verstrahlte radioaktive Ding findest. Und so alles und so Zeug. Das passt. Ich brauche natürlich. Finden wir natürlich nirgendwo. Oh crap! Gorilla! Aua! Aua! Oh hell! Krieg! Oh hell! Es ist ja wie die Hölle! Verpiss dich! Scheiß Affe! Aua! Ey! Oh, endlich! Oh, Halleluja! Oh, Halleluja! Mann, die Affen haben aber einen Schlag drauf. Bleib bei mir. Halte durch, mein Sohn. Nur eine Minute. Gleich geht es dir besser. Du hast es gefunden. Wehe, du stirbst. Denk nicht mal daran. Was soll ich dir denn dann sagen? Nicht schlafen, Soldat! Jetzt nicht schlafen! Immerhin habe ich dich gefunden. Ich weiß nicht, wie... Bleib bei mir, Artyom! Ich glaube, Artyom ist schon gefühlt wie Miller. Reins richtig überfüllt mit Verstrahlung. Du lebst! Du lebst! Ich dachte schon, ich wäre wieder alleine. Steh auf! Schnell! Er schläft. Wenn sie so werden, lässt man sie besser in Ruhe. Von hier aus geht es nur noch geradeaus. Er wollte mir das Fahren beibringen, aber da wurde nichts draus. Du kannst. Wartet mal kurz. Kann ich auch noch die Audio Musiklautstärke
Wir genießen jetzt das Lied. Game over. Nee, das war's. Er ist tot.
ist denn jetzt los? Das ist mal eine Fahrt gewesen. Ah, guck mal, die fahren weiter. Guck mal, die fahren durch das geschneite Gebiet Richtung, keine Ahnung, Moskau war da unten. Wir haben da ganz da hinten angefangen. Jetzt guckt euch mal diese lange Strecke an. Jedes kleinste bisschen. Da oben an der ersten Ecke haben wir aufgehört und sind direkt in die zweite Level reingesprungen. Er ist stark verstrahlt. An der Leiche des Obersts bekam ich nicht mal eine ordentliche Anzeige. Die Skala hat nicht gereicht. Halte durch, Artyom. Wir bringen dich wieder auf die Beine. Wie konnte das nur passieren? Konzentrier dich, Artyom. Was machst du jetzt? Sag schon! Wir müssen ihm so viel Blut wie möglich geben. Also eine Transfusion. Wird ihn das retten? Ja. Es wird ihn etwas länger am Leben halten. Solange es Blut gibt. Welche Blutgruppe hat er? Positiv. Dann können wir ihm jede Blutgruppe geben. Hol alle her! Nicht ein Du darfst jetzt nicht schlafen! Das ist nicht dein Ziel, Artyom! Du bist noch nicht da! Nicht einmal annähernd! Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse. Nicht dein Ziel. Hörst du mich? Es sind zu wenige von uns übrig. Zu wenige. Artyom, bitte. Bitte, verlass mich nicht. Ich brauche kein Medikament. Nicht zu diesem Preis. Ja, ich werde jetzt leben, aber was habe ich ohne dich davon? Hör auf! Sag so etwas nicht, Anna. Du hast sie gerettet, Artyom. Du hast sie gerettet. Es war nicht umsonst, verstehst du? Sie wird leben. Das ist wohl wahr. Oh. Jetzt reicht's. Mehr kann er nicht geben. Seht ihr das nicht? Wir haben kein Blut mehr. Anna, du solltest dich wirklich ausruhen. Mein Vater ist tot. Verlass du mich nicht auch noch, Artyom. Kennst du mich? Ich bin's, Eugene, von der Ausstellung. Schon vergessen? Ich warte hier die ganze Zeit. Du bist mir ein toller Freund. Jetzt hängt es eigentlich nur noch von Artyom an, ne? Komm, Artyom. Junge. Was? Vergessen? So ist das. Du bist nicht sehr lange hier geblieben. Aber so läuft das in dieser Welt. Kämpft und kämpft und ist doch am Arsch. Naja, ich würde sagen, du schaust dich mal um. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Wir haben viel Zeit. Mehr als genug, um über alles zu reden. Schicksal sei ein anderes, ein größer. Ich kann mich noch erinnern, wie du ein kleiner Junge an der Ausstellung warst, der davon träumte, eines Tages seine Mutter zu sehen. Hattest du deshalb die Luftschleuse am Botanischen Garten geöffnet? Sieh dich jetzt an.
Ich kehre bald in die Metro zurück. Aber du? Hier geht die Sonne niemals auf, Artyom. Diesen Zug kann man nicht anhalten. Man kann auch nicht aussteigen. In dieser Welt gibt es keine Stationen. Wer genug Geduld und Mut hat, sein ganzes Leben lang in die Finsternis zu blicken, wird der Erste sein, der das Licht aufleuchtet. Erinnerst du dich daran? Warum also? Nicht genug Geduld? Und was, wenn hier gar keine Stationen sind? Wer würde schon anhalten wollen? Na los, du Stahlhaufen, mach schneller! Wir werden hier alles aufmischen, den Toten neues Leben einhauchen. Ja, ich muss jetzt gehen. Und du? Bestell allen einen Gruß von mir. Ich werde zu Hause alle von dir grüßen. Na los, komm schon! Ich mach dich zum Obermarkt. Wir haben eine lange Reise vor uns. Eine ewige Reise. Ich werde etwas Hilfe brauchen. Worauf wartest du also? Eine Entschuldigung? Da wird nichts draus, Archon. Jeder tut, was er tun muss. Die Pflicht eines Soldaten ist es, den Feind zu erschießen, nicht Fragen zu stellen. Du hast getan, was du konntest. Ich habe getan, was ich konnte. Und das haben wir gut gemacht. Wir haben alles gegeben. Um den Rest können sich die Lebenden kümmern. Hey, was ist das? Das ist merkwürdig. So etwas sehe ich hier zum ersten Mal. Sieh mal, wie wäre es, wenn wir das Ding anhalten? Hm? Hilf mir mal! Na los! Tja, John, schau dich um. Du kannst das Schiff jetzt verlassen. Es ist unfair. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir glücklich sein können. Und jetzt gehst du. Das Leben, von dem wir geträumt haben, bleibt uns dann verwehrt. Aber du bist losgegangen und hast alles aufgegeben. Für mich. Dafür hasse ich dich. Ich hasse es, dich gehen zu sehen, hier alleine zu bleiben. Aber ich werde es tun, weil ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr. Auf Wiedersehen, Artyom. Dafür ist er durch die Hölle gelaufen. Einigermaßen muss ich das auch zugeben. Im friedlichen Tod ist er leider nicht gestorben. Es gibt jetzt zwei Endings. Ich habe das Böse genommen. Aber auch das Traurigste, würde ich sogar mit Abstand sagen. Oh. Das war's. Metro ist zu Ende. 21 Folgen. Artyom ist gestorben, wie er gelebt hat. Mit seiner Frau. Eigentlich mit Miller zusammen. Ja. Ich fand das Spiel recht geil. Wenn ihr es auch geil fandet, dann sagt es mir einfach. Ich fand's mega. Das war's jetzt von mir aus mit Metro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Spiel war eine 10 von 10. Fand ich Hammer. Ja. Ich hätte echt nicht so viele böse Sachen tun sollen. Aber ist jetzt auch egal. Man passiert, wenn etwas passiert. Aber sonst fand ich das Spiel klasse.
Wenn ihr mehr Metro sehen wollt, habe ich ja schon gesagt, mehr Daumen hoch, spiel mehr die nächsten Metros, mehr Daumen runter, spiel mehr keine Metros mehr. Dann war's das jetzt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.